Wenn du meinen Kanal verfolgst, merkst du, es kommen immer mehr Cabrios, die ich jetzt begutachten darf, da das schöne Wetter immer näher rückt. Dieses Mini Cooper S Cabrio mit Sitzpolstern, wo man sich drüber streiten kann. Mehr dazu nach dem ganz kurzen Intro. Bei diesem Mini Cooper S Cabrio in der Classic Trim Ausstattung aus 2023 mit 13.100 Kilometern und 178 PS Benziner, Vierzylinder, kann man schon mal drüber nachdenken, ob man die knapp 30.000 Euro, die das Auto wert ist, investieren möchte, denn die Polster sind gewöhnungsbedürftig. Den einen gefällt es, den anderen nicht und manche logischerweise sind so dazwischen und wissen nicht genau, wo sie es einsortieren sollen. Ich persönlich, da ich ja immer nur schwarz oder beige oder so sehe, finde, dass man Hingucker ist mal was anderes, ist wegen dem Typ Mini auch gar nicht so falsch angebracht, meiner Meinung nach. Deswegen, ja, ich finde es gut. Ich würde einen Daumen hoch geben. Wie siehst du das? Der Wagen ist aus 2023, 13.100 Kilometer, 178 PS, Vierzylinder, Benziner aus erster Hand, unfallfrei, Checkheft gepflegt, also der erste Service ist eigentlich noch gar nicht fertig. Dazu hat der Wagen noch einen Servicevertrag, einen Service Plus Vertrag, der ist bis 16.03.2028 gültig oder bis zu einem Kilometerstand von 60.000 auf dem Tacho, also es dauert alles beide noch ein bisschen. Die Marktwerte liegen zwischen 27.900 bis maximal 30.000, kann man dran schreiben. Aktuell steht der Wagen zum Verkauf. Er hat keine Mängel, zwei Kleinigkeiten, die eine sieht man so gut wie gar nicht. Der hat hier in der Beifahrertür eine ganz schmale, leichte Delle drinne. Die kriege ich nicht ins Video rein und auch nicht mit dem Foto. Und dann haben wir in der Fahrertürkante hier mittig und ganz unten zwei Stellen, die ausgebessert werden müssen. Das war es im Grunde genommen. Bremsen sind in Ordnung, Felgen sind in Ordnung. Windschutzscheibe ist neu, da war mal ein Steinschlag. Hier haben wir ein paar glänzende Knöpfchen. Sportsitze. Oberschenkelauflage verschiebbar, Windschott ist dabei, Limiter, Touchdisplay, LED-Licht, Bordcomputer, Sitzheizung, Klimaautomatik, das Navi. Also im Grunde genommen ist alles drin, was man sich so wünschen kann, was man eigentlich so braucht. Zum Autofahren. Alles wie gesehen gerade über Touch möglich. Ansonsten haben wir halt hier noch das iDrive-System. Also ziemlich simpel gehalten. Handschuhfach ist überschaubar. Komplette Borddokumentation ist vorhanden. Auto steht momentan zum Verkauf. Und jetzt gucken wir noch, ob das Verdeck funktioniert. Wenn nicht, dann wäre es Garantie, aber es funktioniert. Ich habe es vorher schon getestet. Das Schöne ist hier, dass man hier auch so ein bisschen Schiebedach-Feeling mit reinbringen kann. Vielleicht ist es zu windig, dann braucht man nicht unbedingt Cabrio machen. Macht man einfach ein Schiebedach draus. Ist eine ganz coole Sache, wo man mal mitgedacht hat. Ja, da es nicht viel zu meckern gibt und auch nicht viel zu sagen gibt, sind wir schon fertig mit dem Video. Fairer Kaufpreis bei dem Auto liegt zwischen 28.000 bis 28.500. Alle weiteren Informationen entnimmst du der Videobeschreibung. Und ja, dann sehen wir und hören wir uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön, tschüss.